So, willkommen zum Part 2 von X2. Let's Script X2, ja. Ich muss mir das noch überlegen, wie ich das nennen würde. Aber Let's Script X2 hört sich nicht mal so ganz schlecht an oder so ganz langweilig. Also, willkommen in dem Part, in dem es um Ersatzteile geht. Was für ein spannendes Thema. Wir gehen wieder in unseren normalen Script-Editor, den wir vorher schon aktiviert haben. Haben wir nicht. Trotzdem steht Modified oben. Ich weiß nicht, wieso. Ich gebe mal schnell ein. Natürlich, ihr müsst darauf achten, wenn ihr There Shall Be Wings eingibt, langsam und am Anfang mit großem T. Das war noch, das werde ich euch in die Videobeschreibung noch im anderen Video reinschreiben, aber nur, dass es ihr jetzt wisst, wenn das Video jetzt hochgeladen wird. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir den Script Editor. Schön, super geladen. Und jetzt haben wir den Punkt Ersatzteile. Den habe ich mir übrigens selber zusammengehauen. Ist jetzt nichts sonderlich Großes, aber es ist ein... Wenn irgendwas mal zerstört wird oder so, es ist sehr nützlich, dass man das fehlende Teil sofort wiederbekommt. So habe ich zum Beispiel... Ihr wisst schon, da mit Sache mit Dr... Ich will den Namen nicht aussprechen, aber er fängt mit H an und hört mit X auf. Wie gesagt, damit habe ich mir halt das Ersatzteil Beta Kione mit da dann geholt. Und wie gesagt, den Script, den kann man sich auch dann selber schreiben. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Man kriegt Vorgaben und dann wählt man aus, was man haben möchte. Man wählt das man wählt aus, auf was das rauslaufen soll, auf Playership, wo wir gerade drin sitzen, und dann add one units of, und dann wählt ihr die Ware aus, die ihr in eure Schiff transportiert haben wollt. Das Return 0 ist einfach nur das Zeilenende für Egosoft. Das ist einfach nur, dass das Script Editor weiß, dass ab hier das Script zu Ende ist. Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt, was weiß ich, wir haben jetzt an Bord ein Megawatt-Schild und Alpha-Impulsstrahlen-Emitter. Nicht sonderlich viel. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, Script Editor, gib uns mal 2 Gamma-Kionen-Emitter. Dann gehen wir hier drauf. Also wie gesagt, den Script könnt ihr euch auch selber schreiben. Ihr könnt euch gerne das jetzt kurz in Code notieren. Und dann macht ihr das einfach dann hier oben unter New Script. Dann gebt ihr dann ein, Ersatzteile. Und dann, wie gesagt, bei mir ist das schon vorhanden. Und dann wählt ihr einfach nur die Sachen aus, die euch vorgeschlagen werden, dass das so dann ungefähr wie bei mir ausschaut. So, jetzt wählen wir zum Beispiel mal hier unten aus, aber es ist wichtig, dass ihr nicht auf Variable geht. Ihr geht auf Number. Dann gebt ihr die Anzahl ein, die ihr von den Waren haben wollt, bestätigt mit Enter. Geht auf den Sprungantrieb, wählt ebenfalls aus. Und dann geht ihr wieder unten auf Select Where. Also das ist dann die Variable wieder anstelle von Nummer. Ihr müsst dann jetzt wieder Select Where eingeben. Aber das hat man nach schnell ein bisschen Eingewöhnungsphase gut raus. So, jetzt wählt ihr den Gamma-Impulsstrahlen-Emitter aus. Geht auf Escape, speichert den Script ab. Drückt einmal R, zweimal Enter. Und jetzt gehen wir mal in unsere Waffen. Und siehe da. Gamma-Impulsstrahlen-Emitter installiert. Und schon haben wir Gamma-Impulsstrahlen-Emitter. Eigentlich recht praktisch. Ja. Wie gesagt, was gibt es sonst noch über den Script zu sagen? Also es hat jetzt nicht lange gedauert. Was ich eigentlich noch in den Part hier einbringen kann, wäre nebendran noch der Script Jackpot. Den kann ich gleich mit einbinden, weil es ist blöde, wenn ich euch 2 kleine Skripts mit jeweils einem Part für 3 Minuten erklären müsste. Das, wie gesagt, das habe ich auch ganz einfach gemacht. Das war sogar noch einfacher als das mit Ersatzteilen. Ihr gebt einfach wieder einen neuen Scriptnamen ein, namens Jackpot. Dann fragt euch das Spiel dann nach Commands und ihr geht dann auf Universal Commands oder General Commands waren's. Das wird dann in gelber Schrift angezeigt, General Commands. Und dann gibt es dann die Standard, Standardbefehle wie Add Money to Player, gibt es gleich ganz oben. Und da ist eigentlich die Zahl dahinter nur dafür da, um euch zu zeigen, wie viel Credits ihr haben möchtet. Und deswegen habe ich das auch Jackpot genannt, weil, mein Gott, Jackpot kriegt man nicht immer im Leben.
Und so auch im Script-Editor. Also, wir wählen wieder Number aus. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel 30... Oh. Naja, wir müssen hier oben auswählen. Also, bitte ganz wichtig, wenn ihr einen Ziffernblock habt an eurer Tastatur. Nicht mit dem Ziffernblock eingeben, weil da spielt der Script-Editor nicht mit. Mit den Zahlen über dem Buchstabenfeld bitte eingeben. Wir wählen jetzt mal überschwänglich 30.000 Credits aus. Gehen wieder auf Escape, speichern ab. Aktivieren wieder den Script über R und Doppel-Eingabetaste. Verlassen den Script Editor wieder. Und sind um 30.000 Euro, Entschuldigung, Credits sind wir reicher. Ja, alte Angewohnheit, ich mag lieber die D-Mark. Gut. Das wäre das eigentlich. Also alle anderen Sachen, die werdet ihr wahrscheinlich in X2 nie brauchen, weil jetzt zum Beispiel Transfers Money to Station to Ship, das kann man alles erledigen über Überweisung und was weiß ich. Oder hier die Plug-and-Out-Trade-Check-Sektor, das sind eigentlich alles nur in Scripts, die Egosoft zur Stabilitätsüberprüfung des Spiels verwendet, also die meisten werdet ihr davon noch nie brauchen. Und ja, das war der kurze Crashkurs über die Benutzung des Script-Editors und ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr in Zukunft irgendwelche Tutorials, sei es über GTA 4, sei es über Alan Wake, was weiß ich, haben möchtet, könnt ihr euch bei mir melden, dann schaue ich, ob ich euch helfen kann. Andernfalls schaue ich dann, dass ich die beste Möglichkeit für euch finde und ja, dann sehe ich euch vielleicht hoffentlich dann bald wieder zu einem Let's Tutorial oder Let's Shook Show oder was weiß ich alles. Ja, mit mir, eurem Keki Master. Bis dann!